Ja, was bedeutet Motorradfahren für mich? Ich denke mal, oder was bedeutet Motorradfahren allgemein? Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber für mich ist das noch irgendwie ein Stück Freiheit, was man hat, aber gleichzeitig auch eine Symbiose, die man eingehen muss, wenn man es wirklich intensiv machen möchte. Ne, dann muss man sich auf die Maschine einlassen. Andererseits will sie auch geführt werden und bewegt werden dann dementsprechend. Und man muss eine strenge Hand anlegen, aber auch die Maschine zeigt dir dann halt knallhart die Grenzen, wenn du da die Grenzen überschreitest. Ne? Und vom Gefühl her ist es halt deutlich intensiver wie, ich sag mal, Autofahren oder was auch immer, was ich da mache, auch wenn man es sportlich machen kann oder so. Aber Motorradfahren ist dann wirklich noch mit dem eigenen Körper, dass du da was rausholen kannst und Einfluss nehmen kannst aufs Fahren, wie sich das Motorrad fährt und alles. Und einfach dieses Zusammenspiel dann, wenn du wirklich richtig Spaß haben willst, ne, dass du dann halt die Bremspunkte richtig setzt, dass du halt dann schaust, wie das Fahrwerk sich verhält, dass du dann merkst, oh, die Reifen, wie sie dann dementsprechend reagieren. Das Wetter spielt eine Rolle, der Straßenbelag spielt eine Rolle. Da trennt sich einfach so die Spreu vom Weizen, was das Fahren anbelangt. Und ja, das ist halt für mich Motorradfahren. Hier, wenn ich wirklich auf dem Motorrad bin, ja, ich habe die ganze Konnektivität hier, dass ich Musik hören kann, im Zweifel angerufen werden kann. Aber das ist wirklich dann noch so für mich, versuche ich meinen Kopf frei zu machen, abzuschalten. Und das gelingt mir halt wirklich hier im kurvigen Geläuf oder so. Da hast du keine Zeit mehr über irgendwelche Dinge im Leben, die dich beschäftigen, die dich ärgern oder sonst irgendwas nachzudenken, sondern du oder ich zumindest verschmelzt dann irgendwann mit der Maschine eins und ja, will nicht sagen, ich reagiere aus Instinkt, aber du vollführst es einfach, ne? Du spürst es. Genau dann kommt dieser Moment, wo du dann halt das Gespür hast und diese Perfektion und einfach die Kurven gelingen, dieser Swing und du einfach frei bist. Ja, frei bist. In der Sekunde bist du wirklich frei, meiner Meinung nach. Oder ich fühle mich dann in dem Moment frei und kann einfach nochmal genießen, ohne irgendwelche Überlegungen und tief in Gedanken einfach zu fallen. Das ist halt für mich Motorradfahren, ne? Und das gelingt mir hier. Aber besonders freue ich mich da auf die Alpen, weil das ist dann nochmal die Perfektion an sich. Also ich habe für mich gemerkt, diese ganzen großen Pässe, die es da gibt, ja, die muss man mal fahren, ja, die machen auch Spaß. Aber den ultimativen Kick und die ultimativen, ja, wie soll ich sagen, die ultimative Symbiose Freiheit erreiche ich dann wirklich auf diesen ganz kleinen Bergstraßen, Passstraßen mit ultra engen Kurven, wo es auf Technik und du musst halt alles, was du mal gelernt hast, dir angeeignet hast, rauszaubern, um einen sauberen Strich zu fahren, um schnell zu sein, um nicht da in die Bredouille zu kommen. Das sind für mich dann genau diese Punkte, wo ich dann, wenn ich diese Straße gemeistert habe und oben bin und sag einfach, besser kann es nicht sein, besser geht es einfach nicht. Ne? Genau das sind dann halt diese Sachen, die für mich dann Motorradfahren ausmachen und wo ich dann mein Spaß habe und ja, Ruhe. Meine innere Ruhe einfach habe. Ne? Aber ihr könnt ja mal erzählen, wie es für euch ist, wenn ihr Motorrad fahrt, wieso ihr das macht und was es euch gibt. Ich bin echt gespannt.